Das Wichtigste ist, glaube ich, sage ich in einem Satz erstmal. Grundlagen der Migrationspädagogik ist nicht eine Pädagogik für die sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ein großes Missverständnis. Viele glauben, sobald sie den Titel gelesen zu haben, ach toll, dann weiß ich ja etwas mehr über Eiche, die schon länger wohnt hier und die sich noch nicht integriert hat. Oder Leila oder Fatima oder Ali oder wie auch immer. Darum geht es nicht. So, wer möchte jetzt rausgehen? Okay. Es geht um viel mehr. Es ist mehr eine bildungspolitische Öffentlichkeitsarbeit, die ich gerne hier mache. Und dann zeige ich Ihnen dann, worum es inhaltlich geht. Dann mache ich das Interview mit Mohammed. Das Interview ist auf Arabisch. Ich werde dann auf Deutsch dann, damit Sie auch verstehen, worum es geht, übersetzen. Um 14.30 Uhr findet hier eine Preisverleihung. Kannst du mir den Preis zeigen? Die erste, oder das erste Bild. Ja, darum geht es um 14.30 Uhr. Das ist der sogenannte Wanderpartizipationspreis. Der ist vor genau einem Jahr, den habe ich dann gestiftet. Der wird alle 8 Wochen weitergegeben, weitergereicht an Menschen, die sich mit dem Thema Inklusion oder Integration, das sind 2 Themen, die ich, ob ich will oder nicht, vertrete. Also ich werde immer auf meinen Migrationshintergrund angesprochen oder auf meine Behinderung. Beides ist, glaube ich, Pause, nicht so schlimm oder schlimm, das weiß ich nicht. Das können wir uns angucken. Und dieser Preis habe ich vor einem Jahr an eine Britta Hasselmann weitergegeben. Einmal im Jahr kriegt ihn eine Person oder eine Gruppe. Das ist mit 2.000 Euro dotiert, aber heute nicht. Heute ist die Verleihung an jemand, der alle 8 Wochen, also das passiert alle 8 Wochen, da kriegt denn eine Person mit 200 Euro und einmal im Jahr mit 2.000 Euro. Das ist mehr keine Person mehr, sondern eher eine Gruppe. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil das auch mit unserem Thema gleich was zu tun hat. Weiter. Das ist eine kurze Geschichte von mir. Ich bin in Beirut geboren. Da war ich dann halt bis 76. Nochmal zurück, bitte. Dann bin ich in Berlin gelandet als Flüchtling. Damals gab es schicke Frisuren und Rosen. Brainy muss zu Fari, ne? Ist da? Danke dir. Das ist der Andreas. Hallo. Meine anderen Arme und Beine. Gibst du mir einen Schluck Wasser? Ja. So, Berlin, und dann bin ich nach dem Unfall hier in Bielefeld gelandet. Dann zeige ich Ihnen, in den letzten 2 Jahren, ich war unterwegs und habe ein paar Fotos, ein paar Persönlichkeiten kennengelernt, unter anderem die Kanzlerin. Ich hatte Interviews gemacht, letztes Semester, und dann habe ich jemand eingeladen, ein Professor. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hast du was Frisches bei mir bestellt? Ich habe nichts bestellt. Aber egal, komm rein, sorry. So, warum mache ich sowas? Ich habe Professor Gerd Bohner eingeladen zum Thema Einstellung. Wir hatten ein schwieriges Thema. Und zwar, Gerhard Bohner, das ist auch ein Interview mit ihm und mit mir, der ist Sozialpsychologe hier in der Uni und habe dann eine Art Eyecatcher mitgebracht, da die Einstellung nicht in den Füßen oder in den Beinen oder irgendwo am Ellbogen sitzt, sondern eher bei uns im Gehirn, hat er uns erzählt über das Thema Einstellung. Was mich am meisten interessiert ist, die Einstellung, wenn wir damit aufwachsen und so verfestigt wird, dass wir sagen, ich gebe jetzt auf, meine Einstellung über meine Nachbarin, über die Ausländer, über die Rollstuhlfahrer, die ist einfach so, ich kann sie nicht mehr ändern. Das war für mich sehr traurig und vor allem deprimierend. Ich kann mich damit nicht abfinden. Deswegen musste ich mit einem Psychologen sprechen. Und das war der Professor Bohner, der hier eingeladen war. Und dann habe ich das mit dem Eyecatcher sozusagen gemacht, dass die meisten wissen, wir bemühen uns, wir machen oder wir versuchen das Beste hier zu machen, dass das auch bleibt.
nicht erschrecken, ich werde jetzt kein Deutsch sprechen. Okay, also halten Sie sich richtig schön fest. Aber ich möchte Abbas, alles die Ideen bei dem weggemacht. Ist okay? Okay, auf Arabisch. Muhammad, Jibril kannst du da an dieser Tritt. Okay. Ich werde versuchen, Mohammed ein paar Fragen zu stellen auf Arabisch, die ich dann als auf Deutsch auch dann übersetze, deine Antworten auch. Und falls jemand von Ihnen Arabisch spricht und ich was irgendwas nicht richtig übersetze, bitte melden Sie sich. Dann schmeiße ich die raus. Nein. Ich sage immer nicht Mohammed, sondern Abu Hamid. Das ist so ein Spitzname, den erwähnen. Und irgendwie hat er sich bis jetzt noch nicht gewehrt. Das geht einfach. Abu Hamid, wir haben uns vor ein paar Wochen, oder ich habe dich in der Altstadt gesehen. Ich bin zu dir gefahren und habe dich auf Deutsch gefragt, wie spät ist es? Anas Altag, min Tariba, min Kam Jum'a, Schiftag bil Khalina Ul Medina Al Adim Al Atia. Marat Altag Adissia, Masbut Al Haki. Er hat das gerade bestätigt. Ich wusste, dass er auch einen arabischen Hintergrund hat. Und ich habe hier vorne eine Uhr, also es ging nicht um die Zeit. Ich wollte eigentlich Kontakt aufnehmen. Anna Arifat. تقريبا انك انت مش من سوريا بس عرفت انك انت عربي سمعت من بعيد وما كنت حابب اسمع الساعه بس عرفت سال حابب اتحشر فيك يعني مش الحال so wir können jetzt mit dem Interview beginnen. Ich glaube, der ist etwas lockerer geworden. قلت له انه اول شيء بكرر انا بحكي حكي هلا بلشنا المظبوط ماشي الحال ابو حميد. Und die Menuen und Schuh, an der Salah kommt bei Almania. Lass das schwein. Woher kommst du und wie lange bist du schon hier in Deutschland? Anna ist mit Mohammed, ich geht in Syria. Salah kommt bei Almania, Hawaii, 5 Schuhe auf 6 Schuhe. Drasset Informatik, Malamat hier. Ja, Syria, Sabab al-Harb, die Sart in Syria. Akid, der Iktisad, Bschekel Arm. اضطريت او انه وقلت فرص العمل وفرص تطوير الذات فانا دورت على طريقه من بيناتها هي المانيا. لحظه خليني بس ترجع. Hat losgelegt und ich dachte stopp ganz kurz. Er heißt Mohammed, seit ungefähr 5 bis 6 Monaten ist er in Deutschland, kam aus Syrien und dreimal dürft ihr raten warum? Weil das schön ist da und dann nein, es geht wegen des Krieg wegen und er hat sich entschieden, aus natürlich der erste Grund ist, nicht mehr mit dem, im Krieg dabei zu sein. Er ist jetzt hier und versucht nach vorne zu schauen. Er hat studiert IT, glaube ich, IT, Informatik und weiß noch nicht, wie es weitergeht. Aber Ahmed, عندك معلومات كيف ولا عندك تصورات كيف حياتك الباقية تقريبا السنة هاي اللي بعدها شو جاي عليك شو حابب تعمل تقريبا مومنت اوف دويتش ich habe ihn gerade gefragt hat er eine Vorstellung davon was in den 1 oder 2 Jahren was auf ihn zukommt und ich warte erstmal auf die Antwort und kann ich noch mal weiter هلا اول مشكله واجهتني هون هي مشكله اللغه صعبه نوعا ما بس الواحد بده يمشي فيها وحسيت بالنسبه لي يعني نحن بسوريا عندنا القدرات وعندنا التعليم ونحن بشكل عام كشعب بنحب العلم وبندور على العلم فأول مشكلة أو المشكلة الوحيدة اللي رح تواجهنا هون هي مشكلة اللغة فبس نتجاوزها كله رح يكون تمام. Das erste Problem bzw. die erste Herausforderung für Mohammed ist die deutsche Sprache. Das muss als erstes überwunden werden. Er erzählt, glaube ich, gleich über seine Kurse. Er möchte gerne viel machen, weil er von Natur aus auch in Syrien so erzogen wurde, dass man auch viel erschaffen kann als Mensch.
وبعد اللغة بعد اللغة أكيد بدي كفي دراستي. Ich möchte weitermachen. وأكيد إذا صح لي رح أكيد طبعاً هلا بحاجة إني كمان أشتغل مشان فيني كفي دراستي أو ارتاح وأنا عم بدرس. Ich versuche gerade eine Arbeit zu finden. Natürlich ist das verbunden mit Sprache, damit ich dann auch weiter studieren kann. تمام وأكيد بالمستقبل أتمنى أو عندي طموح إنه يكفي دراسات عليا. Ich habe immer noch die Ambition, weiterzumachen und dann nach dem Studium weiterzumachen, weiterzumachen. Ich habe noch nicht nachgehakt. Ich werde jetzt noch mal so aus der Kamelian Schuhabe tamel. Ach so, okay. Also weiterhin wissenschaftlich tätig sein. Eine Andi Soalbal. Ich möchte Sie bitten, wenn Sie irgendeine oder andere Frage haben bezüglich auf Syrien, Flüchtlinge oder ihm als Person, bitte machen Sie das ruhig. Ja? Ich versuche jetzt weiter zu fragen. Also, ja? Nicht zögern, machen Sie ruhig. Auch beim ersten Treffen ist das ein bisschen schwierig. Ich habe ihn sogar vorhin konfrontiert, damit er wusste gar nicht hier, dass er jetzt ein Interview macht. Ganz schön tapfer. أبو حميد سألته أنا إذا حدا عنده سؤال كمان ممكن يسألك. طيب افترضنا هلا تقريبا احكي لي عن اللغة اللي عم تتعلمها هلا قديش تقريبا صار لك عم تتعلم؟ Wie lange hast du schon jetzt den sogenannten Deutschsprachkurs؟ اوكي أنا بسوريا تعلمت حوالي الأربع شهور وصلت لمستوى A2-2 بعدين جيت لهون وكفيت من A2-2 Er hat schon in Syrien angefangen, vor 4 Monaten, glaube ich, Deutsch zu lernen, damit er hier dann sozusagen Anschluss findet. Er braucht noch eine Menge. Ich versuche später vielleicht aus der Nase ein paar deutsche Worte rauszuziehen. Wir gucken gleich, ob der uns anlügt oder nicht. Okay, nein, vorher, ich möchte gerne wissen, wie alt bist du, Andi Shamra? 21. Okay. Mit 21 bricht alles zusammen. عمرك 21 سنة عندك طموحات وما بقى فيك تعمل شيء جيت على ألمانيا. Bricht alles zusammen. Ich meine, der Krieg, du kommst nach Deutschland, du hast neue Pläne. Das ist bestimmt nicht einfach. يعني هالشيء منه هين. كيف بتتعامل نفسيا مع المشاكل؟ Wie gehst du mit solchen Herausforderungen? Am Anfang 1 oder 2 Monate habe ich mich zurückgezogen und versuchte Kontakte aufzubauen. اللي ساعدني هون انه الشعب بشكل عام كثير متحاب وكثير متعاون ويعني مثلا اذا عندي اي سؤال او بدي استدل على اي محل بالشارع كثير متعاونين انه لما بسال او لما Was mich am meisten geholfen hat, sind die Menschen, auf die ich gestoßen bin und die gefragt habe, wenn ich Schwierigkeiten habe, ich mache Klammer auf, Willkommenskultur, Klammer zu. Das hat er damit gemeint. Wenn das Frau Petri von uns dann hört, die dreht dann durch. Okay. Haben Sie immer noch keine Fragen? Sie, bitte. Danke. بعد عندك علاقات اتصالات مع الأهل شو عم تسمع عنه أخباره؟ أكيد عم بتواصل مع الأهل ومع أمي تقريبا كل يوم. كل يوم. Fast jeden Tag mit den Eltern. Es gibt noch der Kontakt zum Glück. أيوة. Sie sind jetzt nicht in Aleppo, also jetzt wo der Krieg, sondern eher nördlich, glaube ich. Sagen Sie es. لشو جيت لحالك بدون ما جبت الأهل معك؟ إنه يعني كيف؟ ليش ما إجوا معك؟ هني ما حابين ولا أنت؟ لازم أوضح لهم أنا قدمت على فيزا أيوة بالسفارة الألمانية ببيروت وإجتني الفيزا فلهيك سافرت ما صح Er hat einfach ein Visum in Beirut beantragt und er hatte Glück, das hat geklappt, deswegen durfte er dann sozusagen im Gegensatz zu vielen anderen, sage ich mal Glück in Anführungsstrichen. Deswegen ist er hier. Sie wollten auch? Ja? Sie haben eben schon mal das Stichwort Frau und
Okay. Ja. أنا قبل شوي قلت اسم وحدة سياسية ألمانية. Ich versuche das zu klären, wer Frauke Petri ist und عم لقطتها هي وسألت إنه أنت عم تسمع في شيء خلينا نقول رأي العام الألماني أو إنه شيء عدواني ضدك كإنسان غريب هون كيف لقيت ألمانيا لحديت هذا؟ بالإعلام بسمع هيك شيء. أصو. In den Medien nehme ich das wahr. Bis jetzt habe ich persönlich im Alltag keine. Der war auch noch nicht in Dresden und Leipzig. بعد ما رحت على Leipzig und Leipzig. Hast du verstanden? Ja. Super. Ja, ich möchte, ja gerne, sagen Sie es. Nochmal? 4 Monate, glaube ich. Ja. Danke. Wieso nicht Ungarn? Die Brötchen sind hier viel leckerer. Okay. عم بيسأل انه تعلمت 4 أشهر تقريبا ألماني بسوريا وليش جيت على ألمانيا مع بلد أوروبية غير؟ في ذوق كان انه ما رحت يعني جيت على ألمانيا. عم بيسأل انه ليش ما رحت على بلد غير؟ لأنه ألمانيا هي فاتحة هلا الباب لحتى هاي أول نقطة انه فاتحة الباب بشكل أكبر وعطي فرص أكبر انه العالم تيجي تدرس هون أو تكفي حياتها هون. Als erstes, weil Deutschland, das haben Sie wahrgenommen, die Türen sozusagen aufgemacht haben. Und diese Willkommenskultur bzw. die politische Landschaft war anders. Also man wusste sofort, dass man hier aufgenommen wird. Zweitens, Wirtschaft und Wissenschaft in Deutschland ist auf jeden Fall als erste Priorität für viele Menschen. Ja. Made in Germany. Wissen die meisten von Ihnen, wie die Geschichte von Made in Germany entstanden ist? Im 19. Jahrhundert? Die Engländer haben das geführt. Sie wissen noch, ne? Die haben tatsächlich Made in Germany, damit sie in England unterscheiden konnten, schlechte Ware Deutschland, gute Ware England. Doch, der Hammer. Vermittelt euch das Gebiet machen? Es sei die mir heilig frei. So, ich habe versucht jetzt, als ehemaliger Flüchtling mit einem neuen Flüchtling, Ihnen ein kurzes Bild über unser Alltag. Und wenn ich sage unser Alltag, dann meine ich den deutschen und nicht deutschen Alltag. Und warum unterscheide ich gerade? Weil es darum geht. Sie werden gleich die Texte einmal kurz sich angucken, die Folien. Wir reden über Zugehörigkeitsordnungen und über Differenzen. Wer profitiert davon? Die meisten von uns, die Privilegien haben oder auch nicht. كنتم بحكي لهم كيف راح كمل الدرس حابب اعطيك اخر كلمه ich möchte Mohammed einfach das letzte Wort geben und dann können wir dann kurz weitermachen ich bin jetzt fertig wenn sie keine Fragen mehr haben ايه ابو حميد عندك شيء حابب تقوله ولا اكيد انا بشكر الحكومه الالمانيه ich danke der deutschen Regierung اعطتنا هذه الفرصه انه الواحد يجي هون يطور uns die Möglichkeit gegeben zu haben hier dabei zu sein تطور قدراته ومهاراته هون واكيد بتمنى كمان انه اندمج اكثر بالمجتمع مشان فيني اتعلم اللغه اولا ich möchte gerne die Integration in Anführungsstrichen nicht nur der Sprache sondern um zu wissen wer bin ich hier mit wem und hoffentlich noch weiter zu machen ماشي الحال wie viele Frauen hast du 6 oder 4 Moment okay bist du Muslim in dem Islam ja ich auch nicht ja, ich auch nicht. Ich möchte gerne kurz mit dir auf Deutsch sprechen. Okay. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 21 Jahre alt. 21. Wie lange bist du schon in Deutschland? Ich bin hier seit 6 Monate. 6 Monate. Weißt du, was das Ding hier vorne auf Deutsch heißt? Das da? Gehirn. Gehirn. Gehirn, ja. Okay. Ohne Brainy funktioniert gar nichts. Ich danke dir, Mohammed. Vielen Dank. Ich danke dir sehr. Danke. Shukra. Ich bin ein Teil dieses deutschen Systems. Ich bin ein Deutscher. Und kein Mensch kann mir das wegnehmen. Weder Frauke
noch Eiche, die sich nicht integrieren möchte? Niemand. Und darum geht es. Meine Identität, die ich in den letzten 3-4 Jahren entwickelt habe, habe ich nicht nur Menschen zu verdanken, mit denen ich aufgewachsen bin, zu Hause, nicht zu Hause, hier in der Uni, Jugendliche mit Migrationshintergrund, sondern einfach das Ganze zusammen. Und darum geht es auch, dass ich das auch medial festhalte und dann weitergebe. Jetzt zeige ich Ihnen einmal kurz, jetzt kommen wir die Grundlagen bitte, einmal die Folien. Ich werde zu jeder Folie ungefähr 2 Sätze sagen. Ich hoffe damit, für die heutige Sitzung eine Art organisatorisches Einführung, damit Sie wissen, komme ich nächsten Donnerstag, wenn ja, mache ich ein Referat oder nicht, ein Interview, was mache ich hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche dabei sein können, wissen dürfen. Und wir legen los. Nächste Woche, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Ich hatte vorhin noch mal kurz erwähnt, die Definitionsfragen sind nicht einfach, weil ich dann vom 1 bis 6, vom Erstsemester bis zum 6. Semester, und da versuche ich in der Mitte was einfache Texte bis etwas schwierige Texte rauszusuchen. Und wir werden nach dem Referat selber dann hier kurz die Zeit zu haben, genau wie anderen Referate, darüber zu diskutieren. Wir suchen uns einen Begriff raus oder einen Aspekt und versuchen das dann im alltagspolitischen oder hier Hochschullandschaft politische Diskussion mit einzubetten. Meistens klappt das auch. Einführung, das ist eigentlich keine Einführung mehr, weil Sie werden dann nach dem Referat von mir bombardiert, beziehungsweise mit Thesen, Aussagen, die ich dann halt von älteren Referate beziehungsweise Vorträge, die ich dann gezielt hier mit einbette. Sie machen die Einführung und ich versuche dann halt die Erweiterung der Texte so zu erläutern. Okay? Und dann geht das so weiter. Pädagogik der Vielfalt, Anne-Dore Prengel, vielleicht kennt sie jemand. Die Dame ist einfach toll, die war hier im Februar, mittlerweile glaube ich knapp 70. Sie ist Professorin jetzt in Dresden. Ich habe auch mit ihr ein Interview gemacht, das werden wir uns einmal kurz angucken. Sie werden den Text lesen und dann werden wir dann Verbindungen herstellen. Von dem, was sie jetzt sagt, und das Buch ist jetzt mehr als 30 Jahre alt, also in der, keine Ahnung welche Auflage, wurde immer wieder, es ist immer noch, ich würde sagen, relevant für die Pädagogik. Was heißt das eigentlich, Pädagogik der Vielfalt? Okay, weiter. Und so geht das weiter. Eine pädagogische Irritation. Als ich vorhin sagte, oder ich begann mit einem Satz, kann sich noch jemand erinnern, was ich sagte am Anfang? Migrationspädagogik ist nicht Pädagoge für? Nicht für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern für alle. Und darum geht es. Migration hat eine Funktion mindestens, die irritiert einfach. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie unterwegs sind und ein paar Flüchtlinge sehen, sie werden erstmal unsicher und irritiert sein durch die, nicht nur Nachrichten in den Medien, aber auch anders, wie geht es eigentlich weiter mit Deutschland, mit Europa? Was heißt das dann? Gehören deutsche Muslime nach Deutschland, ja oder nein? Wer bestimmt das? Warum müssen wir uns irritieren lassen? Wie gehen wir mit solchen Irritationen? Und darüber versuche ich hier mit Ihnen etwas als Diskussionsgrundlage sozusagen zu bieten und dann hoffentlich entscheiden wir gemeinsam über Deutschlands Zukunft. Oder ist das zu viel? Na gut, ich mache das alleine. Weiter? Darum geht es immer wieder, ein Diskurs. Apropos Diskurs, habt ihr die Kopien mitgebracht? Machen wir später. Ist okay, aber vorbereiten, danke. Was ist ein Diskurs? Wollen wir dann in diesem Diskurs als passive Menschen teilnehmen oder sind wir auch aktive Akteure in diesem Diskurs? Wenn ja, was heißt das in unserem Kontext? Weiter. Andere Deutsche, das sind Deutsche mit Migrationshintergrund, die öffentlich nicht anerkannt wurden. Das Buch ist von 1994, von Paul Mecherell. Professor Paul Mecherell ist eigentlich der Gründer von Migrationspädagogik und ist mein Doktorvater. Machen wir ein bisschen Werbung auch nebenbei.
Weiter, im gleichen Sitzung, das Buch Die Neuen Deutschen, ich glaube, der ist hier vorne. Die Neuen Deutschen, ja. Herr Münkler und seine Frau sind von einer Talkshow zur anderen. Sie reden nur noch fast über das Buch. Was ist denn undeutsch? Was ist denn Neuen? Wer sind die Neuen Deutschen? Viele glauben, dass die Flüchtlinge die Neuen Deutschen sind. Das stimmt nicht. Das hat er nicht gesagt. Und darüber möchte ich mit Ihnen dann kurz sprechen. Identitätskonstruktion. Heiner Kolb ist Sozialphilosoph. Heiner Kolb ist unter anderem auch Berater im Ministerium und hat sich mit dem Thema Identitätskonstruktion nicht nur, aber auch. Und er spricht über Identitätsarbeit. Kann sich vielleicht jemand vorstellen, darunter, was heißt Identitätsarbeit? Sie wachen morgen früh auf, gucken in den Spiegel und schauen, ich will heute Identitätsarbeit leisten. Ich werde nichts anderes machen. Ich heiße Eiche und gehe mit meinem Kopftuch raus und werde den Islam verteidigen. Das ist Identitätsarbeit. Oder Sie gucken in den Spiegel und sagen, Mann, sehe ich kacke aus und lass das es. Ich will einfach nur leben. Ich möchte mich von niemandem verorten lassen, schon gar nicht Fremdverortung. Ist Ihnen aufgefallen, dass ich etwas überspitze? Das mache ich mit Absicht. Ich möchte ironisch sein, aber nicht zynisch. Zynisch ist gefährlich. Ich möchte ironisch, damit ich einen Zugang zu Ihnen bekomme. Aber nicht lächerlich, sondern das Thema ist seriös. Und der ironische Zugang ist nur, damit ich Sie etwas wachkriege, locker, und dann geht's etwas seriöser. Danke, Mann. Interview, Sie entscheiden, wer kommt an dem 22. Ob da über jemand kommt, kurz vor Weihnachten, glaube ich eher nicht. Also ich bin nicht hier. Das war ein Scherz. Ich bin hier. Sie auch. Obwohl ich mit Weihnachten nichts zu tun habe als Moslem, aber ist egal. Die Identitätsfalle. Ich habe noch kurz vorhin angedeutet, dass dieser Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, hat es eigentlich auch geschrieben, um Samuel Huntington, vielleicht sagt Ihnen der Name was, das Buch geschrieben hat, 99 glaube ich, Kampf der Kulturen, The Clash of Civilization. Und das war, ich glaube, monatelang in den amerikanischen Medien, Europa. Was heißt das, Kampf der Kulturen? Werden wir demnächst nur noch Kriege haben? Und zwar nicht nur Länder, sondern Kulturen. Das heißt aber auch Religionen und andere Gesellschaftsbereiche. Und er sagt nein. Das ist eine Falle. Weil jeder, der mit dem Begriff, oder fast jeder, der mit dem Begriff Identität hantiert und arbeitet, nicht nur bei uns Erziehungswissenschaftler, der hat einen Hintergrund. Einen wissenschaftlichen, einen politischen, kulturellen und möchte bestimmte Themen so ansprechen, damit er auch am Ende was davon hat. Und genau das passiert zurzeit auch mit der Identitätsfalle. Wir sind das Volk, die anderen nicht. Also das hat mit Selbst- und Fremdverortung, wenn ich über Identität spreche. Und deswegen fand ich den Text auch deshalb, ich sag mal, auffällig, weil er auch mit Falle spricht. Identitätsfalle, Amartya Sen, weiter. Differenz, ja. Universitäre Lehre. Wir hier in der Uni, wir versuchen dann auch natürlich mit Wissen zu arbeiten, weil wir Wissen produzieren und reproduzieren. Wie geht man mit solchem Wissen um, wenn bestimmte Menschen dieses Wissen, und jetzt festhalten, manipulieren? Gibt es sowas in der Uni? Ja, wenn ja, was raten die Autoren? Was heißt das eigentlich, mit dem Begriff Differenz zu arbeiten? Migrationsforschung als Kritik, das ist schon wieder Paul Mecherel und viele andere. Es gibt eine Institution in Oldenburg, Universität Oldenburg, die wurde, glaube ich, vor 2 Jahren gegründet, CMC. Darüber werden wir auch kurz berichten. Und diese Menschen haben sich versammelt, verschiedene Wissenschaftler, und reden über Migrationsforschung als Kritik. Kritik aber nicht im Sinne, etwas zu sagen, jemand zu kritisieren, ohne etwas zu tun, sondern doch etwas zu ändern, ändern wollen.
wie diese Änderungsprozesse stattfinden, da werden wir auch darüber sprechen. Also es sind keine passive, ich lehne mich hin und gucke, was die anderen machen, sondern was macht der eigene selber? Was dann macht die Person, das Individuum selber in der Gesellschaft, hier in der Uni oder auch so? Danke. Partizipation, ich habe das vorhin noch mal kurz angerissen, worum es geht. Teilhabe, Teilnahme, mitgestalten und mitentscheidend. Wer macht was? Und vor allem wie? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, wenn ich dann teilhaben möchte und teilnehmen? Kann ich das? Als Akteurin. Das wird auch kurz erklärt im Text. Und, was war das, Albtraum? Albtraumpartizipation, das fand ich besonders wichtig. Das Buch ist auch hier vorne. Dieser Mensch ist kein Erziehungswissenschaftler. Wie hieß der? Mark Miesen. Danke, Markus Miesen. Er sagt, nein, Partizipation ist ein Albtraum. Wenn viele Menschen mitentscheiden möchten, dann kommt es nicht zum Ergebnis. Und wenn ja, dann wird das ein Chaos. Er ist gegen Partizipation. Ich lasse das erstmal so im Raum. Aber ich möchte das nicht ausblenden. Deswegen ist das fairerweise auch hier bei uns als Diskussionsgrundlage ganz wichtig. Vielleicht haben Sie es schon gemerkt, es gibt immer für fast jedes Thema Pro und Contra, damit Sie am Ende Ihre Meinung melden können und sagen, entweder nehme ich das oder beides vermitteln lassen. Meine Aufgabe ist es, Ihnen aufzuzeigen, welche Texte gibt es, wie ist das aufgenommen, was mache ich damit selber, mit oder ohne Medien. Danke. Gut, der 9., genau. Diskussion und Ausblick.